Das abgemähte Kornfeld, das zweite Bild, das habe ich ja schon in meinem Kanal, das habe ich ganz einfach mit einem Tortenheber gemacht. Und dieses Bild hier, das Rapsfeld, das kann man auch ganz einfach mit Werkzeugen machen, die du im Haushalt hast, nämlich zum Beispiel mit einer Handwaschbürste. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Komm mal mit an meinem Arbeitsplatz. In den Kommentaren stand ja oft die Frage, wie ich meine Farben mische. Du siehst hier meine Handwaschbürste, ein Ocker, ein Hellblau und die mische ich einfach zum einen Grün. Wow, ist cool, oder? Ich meine, sieh dir mal an, was da jetzt passiert ist. Also, du kannst jetzt einfach deine Nagelbürste oder Handwaschbürste nehmen, in Farbe tauchen und da entstehen schon Strukturen, die einen erinnern an Wasserspiegelung oder ja, Felder. Also du kannst dieses Werkzeug einfach jetzt benutzen und dich schon gedanklich ja, davon inspirieren lassen. Du brauchst auch kein einheitliches Grün jetzt hier, sondern nimm einfach immer ein bisschen Ocker dazu, ein bisschen Blau wieder und misch auch direkt auf der Leinwand. Der untere Teil ist trocken. Es sind ungefähr zwei Drittel und jetzt arbeite ich in den Himmel hinein. Ich tupfe so ein bisschen und wische. Die Farbe ist ja, recht nass. Ich habe, wie du siehst, auch das Grün nutze ich auch mit im Himmel. Also ich mische so auf der Leinwand mir die Farben, arbeite langsam, weil die können ruhig ein bisschen antrocknen auf der Leinwand, da kann ich sie noch besser verwischen. Jetzt nehme ich noch ein kaltes, dunkles Blau dazu und mische das mit in die nasse andere Farbe. Mit einer zweiten trockenen Handwaschbürste kann ich die Farbe noch mal ganz gut verstreichen und ich wische sie auch immer wieder an einem Tuch ab. Jetzt geht es weiter in mein Rapsfeld und da nehme ich ein ganz kräftiges Gelb. Ja, was ist kräftig? Es ist ein Gelb, ein Zitronengelb oder ein Echtgelb. Du kannst dem auch ein bisschen Weiß beimischen, dann deckt es besser, weil die meisten Gelbtöne transparent sind. Probier das mal aus. Du kannst die Handwaschbürste benutzen, um die Farbe rauf zu tupfen. Du kannst die Farbe auch wischen, ein bisschen runterziehen. Ja, achte da einfach mal drauf, was passiert, wenn du die Farbe so aufträgst oder so. Ja, der Himmel ist in der Zwischenzeit auch getrocknet und ich gebe hier jetzt noch mal so Lichter rein, so deute noch ein paar Wolken mehr an.
Nimm dir auch einfach ein Tuch zur Hilfe. Also ich habe jetzt hier so ein kleines Tuch zusammengeknüllt in der Hand und zieh damit die Farbe rauf. Dreh das Tuch, wisch die Farbe wieder weg. Weil die Farbe im Untergrund trocken ist, kannst du das eben auch ganz gut machen. So ein paar letzte Tiefen und Höhen, hier noch mal so ein Licht reinsetzen und dann, ja, denke ich mir mal, bin ich jetzt eigentlich auch fertig. Ja, ich lasse es so. Gefällt mir, finde ich schön. Passt. Da steht es nun, das Kunstwerk. Hier habe ich gerade gearbeitet. Du siehst hier nochmal meine Werkzeuge. Ich habe also zwei Handwaschbürsten gehabt und ein Tuch. Ja, ja, du siehst auch nochmal das andere Bild daneben. Das ist in diesem Kanal. Ich schreibe das auch nochmal in die Videobeschreibung. Also guck ruhig unter das Video in die Beschreibung rein. Da steht auch immer noch mal etwas zu dem Video. Vielen Dank auch für dein Like und für dein Zuschauen, für dein Interesse. Ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen. Und ja, danke auch für deinen Kommentar. Ja, nach dem Malen ist eben auch Aufräumzeit. Und dabei ist ein neues Foto entstanden, endlich. Vielen Dank auch nochmal für deinen Kommentar und dass du mir geschrieben hast, woher du kommst. Hier nochmal explizit ein Dankeschön an England und an Belgien, an Griechenland, an Kroatien, Österreich natürlich, die Schweiz. Und ich freue mich aus dem Gruß aus Finnland und Spanien, Niederlande und Schweden. Natürlich sowieso überall aus allen Ecken, aus Deutschland, Costa Rica, Florida, Dänemark. Also ich habe sicherlich wieder viele vergessen. Ich danke auf jeden Fall ganz herzlich. Das inspiriert mich total. Danke. Tschüss.